Das Theaterstück heißt Jetlag und es geht um die Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn in einer Krise. Und diese Krise ist, dass die Mutter plötzlich an Demenz erkrankt ist. Ich biete da keine Lösungen an, aber versuche eben die Konflikte in Form von einem Theater darzustellen. Man zeigt natürlich auf diesen langsamen Verfall und in jedem Theaterstück komprimierst du den Zeitablauf. Ich spreche hier von eigener Erfahrung, weil ich durch dasselbe Problem gegangen bin, das plötzliche Erkennen, dass es nicht so weitergeht. Und da meine Mutter oder halt die Mutter im Theaterstück, wie sie dargestellt wird, auch allein lebt und der Sohn im fernen Japan, dramatisiert sich ja der ganze Zustand umso mehr. Ich kann ja nicht die Straßenbahn nehmen und meine Mutter besuchen. Ich kann auch nicht aus der Ferne von Tokio jede Woche nach München fliegen und nach dem Rechten sehen. Also das dramatisiert das und beginnt natürlich mit diesem Moment, wo man feststellt, mit der Mutter geht's allein, geht's nicht so weiter. Das sind so Key-Momente. Ich kann mich nur ganz genau erinnern, wie das bei mir war. Ich komme aus Tokio und dann fragt die Mutter, wo sind meine Zähne? Und dann suchen wir da im Apartment und da sind die Zähne im Gefrierfach. Das war für mich so der erste Moment, wo ich gedacht habe, hoppla, was ist da passiert? War das jetzt so ein Zufall? Und von da an verfolgt man das ganz intensiv. Man wehrt sich dagegen, das zu akzeptieren, dass die Mutter nicht mehr alleine zurechtkommt und dass das Konsequenzen für mich haben wird. Jemand, der gewohnt ist, unabhängig zu leben, der in der Welt herumkommt, das verlangt auch mein Beruf, und der welche Lösungen kann jemand wie ich, und ich stehe ja nicht allein, in so einem Fall anbieten? Da spielen so Sachen rein wie, wie ist das finanzierbar? Wie soll ich meine Basis in Tokio aufgeben und jetzt nach München fliegen? Also das sind alles so repräsentative Symbole eigentlich, die für jeden gelten in einer Gesellschaft, wie wir leben müssen, nämlich unter einem immensen Zeitdruck, unter einem immensen Druck, Einkommen zu verdienen, das heißt konkurrenzfähig zu sein. Und wir wissen es ja, also wenn wir haben also verglichen mit Japan viel, natürlich unglaublich viel Holidays und Freetime. Aber trotzdem glaube ich, wenn es darauf ankommt, auch in so einer Managerial Position, wenn man da sein muss für die Firma, ich glaube, dann muss man diesen Kompromiss machen und man gibt seinen eigenen Teil auf, man gibt es für die Firma. Also das verschärft sich ja immer mehr. Und das alles in Einklang zu bringen, darum geht es also auch in diesem Stück. Also nicht nur das Drama zwischen Sohn und Mutter, die alleinstehend ist und nur einen Sohn hat und sonst gibt es niemand in der Familie. Und wie man da zurechtkommt, das schlägt ja Wellen hinaus. Also im konkreten Fall in dem Stück eben spreche ich das auch an, dass dann Beziehungen mit reingezogen werden, dass im Hintergrund natürlich immer auch der Gedanke steht, wie kann man das in Einklang bringen mit dem Beruf auch. Ne? Aber komprimiert in Jetlag, und darum heißt das ja auch Jetlag, diese Verwirrtheit, wie man sie hat nach Langstreckenflügen, und dass sie auch die Mutter in einer Art so empfindet. Also darum heißt auch das Stück Jetlag. Ganz schlimm ist, wenn man zurückfliegt von München nach Tokio und da braucht man so eine Stunde, bis man da wieder reinkommt. Man kann sich nicht konzentrieren, man ist in so einer Form verwirrt auch,
da in der Früh aufstehen und sie konzentrieren die Arbeit, das ist fast gar nicht möglich. Man gleitet da wie ein Zombie dahin. Und so stelle ich mir das auch vor, wenn diese Krankheit einsetzt und diese Zermürbtheit, dieser Zermürbungsnebel langsam sich ausbreitet. Nur ist der nach 4 Tagen nicht mehr weg wie beim Jetlag, sondern der wird immer dichter, dieser Nebel. Und dann irgendwann ist man in so einem Schwarz verloren. Und da von außen noch Zugang zu haben zu diesem Gefühl oder zu dieser Orientierung der Mutter, da habe ich erlebt, das war dann am Ende nur mehr möglich durch Bilder oder durch Musik. Und deshalb auch spiele ich das an im Stück, dass die Mutter ständig singt. Man kennt das ja noch von früher auch bei der Oma und die wiederholen diese alten Kinderlieder. Das sind eigentlich die einzigen Türen, Musik, das visuelle Kunst, die noch die Türen in diesen dunklen Nebel öffnen können, bis es dann schließlich Schluss ist.